Damen und Herren, hören Sie nunmehr die Musik der CD Blick aufs Meer. Geschrieben und komponiert von Axel Ferdinand Konstantin Prahl. Lieber hab mir den Tisch gedeckt. Lieber hab mir den Tisch gedeckt. Es ist angerichtet. Volle Kraft voraus mit einem der beliebtesten Tatortkommissare Deutschlands. Axel Prahl und seine Band rocken ab. Der Ort, keine normale Konzertbühne, sondern das Deck einer Autofähre. Für ihn eine echte Premiere. Es hat noch keiner getan. Das ist ja das Einmalige an dieser Geschichte. Das hat so in dieser Form noch nie irgendwo stattgefunden, dass auf einer Autofähre ein Konzert gegeben wird. Und da sind wir natürlich alle sehr gespannt. Aber also ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl. An diesem Abend stechen Axel Prahl und sein neunköpfiges Inselorchester zu einer musikalischen Reise in See von Folk bis Rock. Vor dem Konzert der gebürtige Schleswig-Holsteiner im Gespräch mit Fans. Ein Star zum Anfassen, bodenständig und total entspannt. Und das trotz seiner Mammut-Tour. Ja, momentan ist es gerade alles ein bisschen anstrengend, muss ich mal sagen, weil es sind wirklich zwei komplette Berufe geworden. Gedacht war das Ganze ja mehr oder weniger als Scherz am Rande, wollte ich mir meinen Jugendtraum erfüllen. Und geplant waren ursprünglich 15 Konzerte. Jetzt haben wir inzwischen schon weit über 70, glaube ich, absolviert. Früher war ich immer einsam, heute bin ich Gottlob schizophren. Was viele nicht wissen, Axel Prahl machte Musik lange bevor er mit der Schauspielerei begann, spielt mit 8 Jahren Gitarre, studiert sogar Musik. Seine Einflüsse vielschichtig, von Folk über Rock bis Jazz reichen sie. Die Texte seiner Songs, mal romantisch, mal ironisch bissig. Der Name seines ersten Albums ist doppeldeutig. Blick aufs Meer, warum mit H? Ich fand das verdammt pfiffig. Lassen wir einfach mal so stehen. Da ist natürlich beides drin, Assoziationen zum Meer und trotzdem, es gibt ja auch einige Lieder bei mir, die einen gesellschaftspolitischen, ja, Anspruch will ich nicht sagen, aber Hintergrund haben. Etwa wenn der 54-Jährige die Auswüchse der Finanzkrise besingt. Aufs Meer dürfte Axel Prahl auch bei seiner Hochzeit geblickt haben. Es ist seine dritte Ehe. Geschlossen wurde sie auf Helgoland. Doch warum gerade dort? Gute Frage, nächste Frage. Nein, folgendermaßen. Erstmal fanden wir das einen sehr idyllischen Ort. Und auf Helgoland heißt es ja auch, das ist auf einen Felsen gebaut, also die Ehe hält. Mehr gibt er nicht preis, privat bleibt privat. Der Vollblut-Entertainer lässt lieber die Musik sprechen. Mit seinem spröden Charme wickelt er die Fans um den Finger. Etwa, wenn er sie zum Mitsingen animiert. Singt ihr schon oder schlaft ihr doch? 2 Stunden lang gibt Prahl alles. Irgendwann geht der Rocker mit ihm durch. Apropos, warum ist er eigentlich kein Rockstar geworden? Gentrifizierung, mehr Schwachsinn, mehr Körperbehaarung. Ich bin Rockstar. Ich danke dem Himmel dafür, dass ich bisher wirklich immer das tun durfte, was ich tun möchte. Also einen Beruf zu finden, der einem solchen Spaß bringt. Das war grandios, ehrlich. Es war so toll. Also ich finde Axel Prahl ziemlich großartig. Ich habe nicht gewusst, dass er Musik machen kann. Ich finde, er ist authentisch, ne? Blick aufs Meer. Genau deswegen ist Axel Prahl so beliebt und weil er bescheiden rüberkommt. An diesem besonderen Abend dürfte der Musiker Axel Prahl etliche neue Fans hinzugewonnen haben. Ich habe, also bin ich, immer mit dem Blick aufs Meer. Deine Verluste gewinne ich, immer mit dem Blick aufs Meer. Der Ort, keine normale Konzertbühne, sondern das Deck einer Autofähre. Für ihn eine echte Premiere. Es hat noch keiner getan. Das ist ja das Einmalige an dieser Geschichte. Das hat so in dieser Form noch nie irgendwo stattgefunden, dass auf einer Autofähre ein Konzert gegeben wird. Und da sind wir natürlich alle sehr gespannt. Aber ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl.
An diesem Abend stechen Axel Prahl und sein neunköpfiges Inselorchester zu einer musikalischen Reise in See von Folk bis Rock. Vor dem Konzert der gebürtige Schleswig-Holsteiner im Gespräch mit Fans. Ein Star zum Anfassen, bodenständig und total entspannt. Und das trotz seiner Mammut-Tour. Ja, momentan ist es gerade alles ein bisschen anstrengend, muss ich mal sagen, weil es sind wirklich zwei komplette Berufe geworden. Gedacht war das Ganze ja mehr oder weniger als Scherz am Rande, wollte ich mir meinen Jugendtraum erfüllen. Und geplant waren ursprünglich 15 Konzerte. Jetzt haben wir inzwischen schon weit über 70, glaube ich, absolviert. Früher war ich immer einsam, heute bin ich Gottlob schizophren. Was viele nicht wissen, Axel Prahl machte Musik lange bevor er mit der Schauspielerei begann, spielt mit 8 Jahren Gitarre, studiert sogar Musik. Seine Einflüsse vielschichtig, von Folk über Rock bis Jazz reichen sie. Die Texte seiner Songs, mal romantisch, mal ironisch bissig. Der Name seines ersten Albums ist doppeldeutig. Blick aufs Meer, warum mit Haar? Ich fand das verdammt pfiffig. Lassen wir einfach mal so stehen. da ist natürlich beides drin. Assoziationen zum Meer und trotzdem, es gibt ja auch einige Lieder bei mir, die einen gesellschaftspolitischen, ja, Anspruch will ich nicht sagen, aber Hintergrund haben. Etwa wenn der 54-Jährige die Auswüchse der Finanzkrise besingt. Aufs Meer dürfte Axel Prahl auch bei seiner Hochzeit geblickt haben. Es ist seine dritte Ehe. Geschlossen wurde sie auf Helgoland. Doch warum gerade dort? Gute Frage, nächste Frage. Nein, folgendermaßen. Erstmal fanden wir das einen sehr idyllischen Ort. Und auf Helgoland heißt es ja auch, das ist auf einem Felsen gebaut. Also die Ehe hält. Mehr gibt er nicht preis, privat bleibt privat. Der Vollblut-Entertainer lässt lieber die Musik sprechen. Mit seinem spröden Charme wickelt er die Fans um den Finger. Etwa, wenn er sie zum Mitsingen animiert. Singt ihr schon oder schlaft ihr doch? 2 Stunden lang gibt Prahl